Grundgedanken, so meine ich, sind wir uns hier in diesem Saal sicher einig. Flüchtlinge, die in ihrem Heimatland bedroht sind und bei uns Schutz suchen, sollen hier auch Schutz finden. Ganz besonders gilt dies für Jugendliche und Kinder, die ohne ihre Eltern unbegleitet Asyl suchen. Jugendliche und Kinderflüchtlinge sind eine ganz besonders verletzliche Gruppe. Und die zahlreichen Vorstöße und Berichte von NGOs zeigen, dass die Schweiz den Rechtsschutz und die Bedürfnisse schutzsuchender Kinder ohne Begleitung zu wenig beachtet. Der Schattenbericht schweizerischer Nichtregierungsorganisationen fordert uns auf, dafür zu sorgen, dass im ganzen Land, in allen Kantonen, Schutzmaßnahmen getroffen werden und dies einheitlich nach kindergerechten Kriterien. In den Antworten auf die Motionen betreffend Kindeswohl bei der Unterbringung, betreffend gesetzliche Vertretung unbegleiteter Minderjähriger vertrat der Bundesrat im letzten Jahr noch die Ansicht, das sei Kantonssache. Wir meinen, Kindeswohl und Rechtsschutz darf der Bund nicht länger nur auf dem Papier monieren, sondern die gemachten Beobachtungen sind ernstzunehmende Signale, dass die Situation der Kinderflüchtlinge vom Bund zu untersuchen ist, so wie er es für die Gruppe der Sans-Papiers gemacht hat. Vor allem sind zusammen mit den Kantonen Verbesserungen an die Hand zu nehmen. Für eine generell kindergerechte Praxis von unbegleiteten Minderjährigen bei der Unterbringung, damit gesetzliche Vertretung unbegleiteter Minderjährigen von Personen mit Sachkenntnis und mit klar vorgegebenen Pflichten übernommen wird. Für die besondere Gewichtung des Kindeswohls auch bei der Zumutbarkeitsprüfung einer Wegweisung. Für eine persönliche Anhörung der Kinder bei der Härtefallprüfung, und zwar von Personen mit Erfahrung. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass es weiterhin reine Glückssache ist, respektive vom Wohnkanton abhängt, ob diese Kinder zu ihrem Recht und zu einer kindergerechten Unterkunft und Betreuung kommen. Auch nicht, ob Flüchtlingskinder zu ihrem Recht auf Bildung, sprich zu einem Platz in der Krippe, in der Schule kommen, aber auch zu einer Beschäftigung oder zu einem Lehrplatz. Das braucht es. Die Jungen, die Kinder haben dieses Recht und es ist durchzusetzen. Wir meinen, es gilt minderjährigen Asylsuchenden in der Zeit hier in der Schweiz möglichst viel Wissen und Fähigkeiten mitzugeben, damit diese für ihren weiteren Lebensweg, ob hier oder woanders, gestärkt sind. Die SP-Fraktion wird allen Vorstößen, die Verbesserungen für die Kinder und Minderjährigen, die auf unseren Schutz angewiesen sind, zustimmen.